Heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, wann Marketing sich lohnt und wann man Marketing machen sollte. Es gibt ja sozusagen den Glaubenssatz, dass man Marketing immer erst dann machen sollte, wenn man wirklich viele neue Kunden braucht oder ja, Marketing habe ich nicht nötig, weil ich habe genug Kunden, ich habe genug Aufträge und ich lebe gut genug von Empfehlungen, und über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Das ist ein ganz, ganz großer falscher Glaubenssatz, den ich immer wieder höre von Geschäftsführern, von Fachfirmen. Die sagen mir, naja, Marketing habe ich nicht nötig oder Marketing brauche ich nicht, weil mir geht es ja gut. Und das Problem ist einfach, wenn du gut von Empfehlungen lebst, ja, dann kann es auch immer mal sein, dass du zum Beispiel so eine gewisse Dürrezeit hast, wo du mal keine Empfehlungen bekommst. Oder es gibt auch immer mal wieder so eine, ja, viele nennen das so die saure Gurkenzeit, wo einfach weniger Aufträge kommen, oder wenn du im Saisongeschäft bist, wo einfach nicht so viele Aufträge und nicht so viele Anfragen da sind. Ja? Oder wenn du auch einfach wachsen möchtest. Ja? Und auf diese drei Punkte möchte ich jetzt einmal eingehen. Einmal Marketing brauche ich nur oder Marketing habe ich nicht notwendig. Dann das Thema Planbarkeit oder saure Gurkenzeit und das Thema Wachstum. Also Punkt Nummer 1 ist das Thema Marketing mache ich nur, wenn ich es brauche. Und das ist eben ein ganz großer Fehler oder ein falscher Glaubenssatz, weil du musst dir so vorstellen, wenn es dir jetzt gut geht, ja, und du sagst, ich mache jetzt keine Werbung, weil jetzt geht es mir ja gut, und ich mache dann erst Werbung, wenn es mir schlecht geht, dann hast du folgende Problematik. Wenn du erstmal an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, jetzt brauche ich wieder dringend neue Kunden, jetzt muss ich mal was im Marketing machen, dann ist es meistens schon zu spät. Weil dann bist du an einem Punkt, wo du meistens gar nicht mehr das Budget hast, überhaupt in Marketing zu investieren. Ja, also in Online-Werbung zum Beispiel oder in Marketing im Sinne von Print-Werbung oder in Messen etc. Wenn du sozusagen nicht Werbung machst, während es dir gut geht, ja, dann ist es meistens schon zu spät, wenn es dir erst schlecht geht, damit anfängst. Ja. Außerdem hast du dann auch gar nicht mehr die Zeit, die so eine Marketingkampagne auch teilweise benötigt, um dann Ergebnisse zu bringen. Ja, wenn du zum Beispiel nur noch wenige Monate hast, weil es dir jetzt so schlecht geht, dass du dringend Aufträge brauchst, dann ist es meistens schon zu spät und du agierst auch aus so einem Panikmodus heraus. Das heißt, es ist eigentlich falsch zu sagen, naja, ich mache Marketing erst, wenn ich es brauche, weil dann ist es meistens schon zu spät oder du hast einfach faktisch kein Geld mehr dafür. Ja? Punkt Nummer 2 ist das Thema Planbarkeit und saure Gurkenzeit. Ich spreche auch mit vielen Unternehmern, denen geht es ja während bestimmten Phasen im Jahr, zum Beispiel entweder im Winter oder im Sommer oder im Frühjahr, denen geht es dort sehr, sehr gut. Die haben da viele Aufträge und viele Kundenanfragen, aber danach gibt es dann so eine Zeit, ja, da kommen dann teilweise die Monteure auf den Geschäftsführer zu und sagen, ja Chef, was soll ich denn jetzt heute machen? Ne? Und das ist natürlich nicht angenehm, wenn man dann nicht genug, oder auch die Verkäufer, ja, dass die sagen, naja, ich habe irgendwie keine Interessenten mehr, wem soll ich denn jetzt was verkaufen? Ne? Wir brauchen hier mal ein paar mehr Anfragen. Das ist natürlich als Geschäftsführer sehr, sehr unangenehm, wenn man dann sagt, naja, wir haben gerade keine Anfragen, ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Dann sitzen die Verkäufer da natürlich und werden bezahlt aber haben halt keine Möglichkeit, Umsatz zu schreiben. Das ist natürlich sehr, sehr blöd. Und da brauchst du eben auch eine Möglichkeit, wo du eben auch saisonal oder auch mal zeitweise den Hahn ein bisschen aufdrehen kannst. Und da brauchst du eben eine Methode, wo du einfach selber unabhängig entscheiden kannst, jetzt möchte ich gerne mehr Anfragen haben oder jetzt kann ich auch ein bisschen zurückfahren, weil der Verkauf ist ausgelastet und die Monteure sind ausgelastet. Aber jetzt ist eben die Zeit, da wird es in der Regel ein bisschen dünner, da fahre ich dann wieder ein bisschen hoch. Ja, ist einfach das wichtige Thema Planbarkeit und auch immer volle Auslastung im Betrieb zu haben, weil wenn der Verkauf stillsteht, ist immer blöd. Ja. Und dann das dritte und natürlich wichtige Thema ist auch das Thema Wachstum. Ja, wenn du sagst, okay, ich lebe gut von Empfehlungen, dann bringt dich das bis zu einem gewissen Level. Ja? Aber darüber hinaus, wenn du sagst, ich möchte jetzt noch mehr Leute einstellen, ich möchte noch mehr Kunden annehmen eigentlich, aber die Empfehlungen, die bringe ich ja nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ja? Ab einem bestimmten Punkt musst du dann darüber hinaus auch noch wachsen und dann noch mehr Kundenanfragen bekommen, schlichtweg. Anders kannst du nicht wachsen, weil die Empfehlungen, die haben natürlich ein gewisses Limit. Ja? Das heißt, wenn du einfach 10 Anfragen im Monat bekommst, ja, und du möchtest jetzt das Doppelte machen, dann kannst du dir die nicht aus den Rippen schneiden. Da musst du irgendwas erstmal anders machen, damit du eben auf dieses neue Niveau eben kommst. Ne? Das heißt, du bekommst eben durch das Marketing auch einfach eine Planbarkeit
auch im Wachstum. Ja, das heißt, du kannst sagen, naja, ich möchte jetzt nächstes Jahr möchte ich den doppelten Umsatz schreiben. Ja, dann kannst du jetzt schon dich darauf vorbereiten, dass du dann auch diese Kundenanfragen für diesen Zeitraum bekommen wirst. Ja, also fassen wir nochmal zusammen, warum ist es wichtig, eigentlich immer Marketing zu machen, gerade wenn es einem gut geht. Das erste Thema ist natürlich, mache Marketing immer, wenn es dir gut geht, weil wenn es dir schlecht geht, dann hast du nicht mehr das Budget und auch nicht mehr die Zeit dafür. Ja? Und du bist so dann natürlich im Panikmodus. Das zweite Thema ist das Thema Planbarkeit und saure Gurkenzeit. Das heißt, du möchtest natürlich, dass dein Betrieb immer ausgelastet ist und auch immer volle Kapazitäten ausgeschöpft werden, damit das Ganze optimal funktioniert, der Verkauf ausgelastet ist und die Montage. Und das dritte Thema ist einfach planbar und skalierbar auch, sagt man ja immer, wachsen. Das heißt, du kannst entscheiden, wie viel du wachsen möchtest und wann du wachsen möchtest. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dann entscheiden zu können und das steuern zu können über das Marketing. Das waren meine Ideen, meine drei Tipps zum Thema Marketing, warum es eigentlich immer wichtig ist, das Ganze zu machen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann klicke gerne auf den Daumen hoch. Ja, schreib mir auch gerne in die Kommentare, wenn du Anregungen hast zu dem Thema oder Fragen. Und wenn du ein Geschäftsführer bist von einer Fachfirma rund ums Haus und sagst, ich möchte gerne Marketing machen, ich möchte gerne wachsen oder ich möchte in Planbarkeit, dann melde dich gerne auch bei uns, www.am-beratung.de. Dort kannst du dich eintragen für eine kostenlose Beratung. Dann schauen wir zusammen, was in deiner Region für Möglichkeiten dort bestehen, noch weiter zu wachsen oder eben auch eine Planbarkeit reinzubekommen. Melde dich gerne, ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao.